Bald sind wir durch, so schade wie das ist. Der Grusel-Yoshi darf jetzt 6-6 machen und ich glaube, das Level wird gruselig, denn es ist Klettverliesband. So ein Scheißwort. Das Klettverliesband. Ich glaube, ich werde in diesem Level wieder leiden. Und ich hatte recht behalten, ne? Dieses ganz komplizierte Geisterlevel habe ich dann doch wieder recht einfach zu 100% abgeschlossen. Ohne irgendwie zu verzweifeln. Das sind Level für mich, ne? Da kann ich nachdenken, da kann ich was machen. Aber dieser Yoshi, der gefällt mir gar nicht. Ach du Scheiße. Das ist ja wirklich Klettverschluss. Wie geil. Sieht das cool aus? Gleich mal nach unten, falls da irgendwas ist. Na? Oh. Gut. Da ist nix. Hätte ja sein können. Es tut mir leid, das muss ich doch rausfinden. Meine lieben Freunde. Ganz ruhig. Was ist er für einer? Das ist ein Assi auf jeden Fall. So viel steht... Stopp. Ach nee, ich habe dann immer das Verlangen zu gucken, ob auf der anderen Seite irgendwas ist, ne? Weil dem Spiel traue ich halt leider alles zu. Das ist dann immer so eine Geschichte. Ja, hier ist dann was. Energy. So, ich glaube, von den Kollegen nehmen wir mal so viele mit wie irgendwie möglich. Können wir von hier aus dorthin? Ja, ne? Bestimmt. Wenn wir den Sprung noch richtig machen. Ja. Ach, da kommt die Kamera nicht mal mit. Das ist einfach nur so hier, jojo. Kümmer dich mal. Okay, krass. Alles klar, bisher sieht es ja, glaube ich, ganz ordentlich aus. Aber hier oben, ich traue dem Spiel nicht. Sag ich doch. Sag ich doch, Mann. Okay, das Level ist bisher von der Idee her unglaublich toll. Also das muss ich wirklich ihn lassen. Die Idee ist großartig von dem Level. Oh, langsam. So, und es ist bisher recht linear. Also viel falsch machen müsste man eigentlich nicht können. Bisher. Aha. Ach, frech. Haben sie da echt noch was hingesetzt? Alles klar. So. Ich würde auch so sagen, dass das Level bisher eigentlich ganz in Ordnung läuft. Warte mal. Okay. Da kommen einfach nur von diesen Viechern welche raus, scheinbar. Aha. Wieder ein kleines Geheimnis gefunden. Hier wird es ein bisschen gefährlich, scheinbar. Alles klar. Könnte da drüben noch was sein. Ah, manchmal denke ich auch, sie übertreiben es von der Gemeinheit her. Dabei ist es gar nicht so. Trotzdem. Gehe ich immer gerne auf Nummer sicher bei sowas. Das hier sieht schon eher gemein aus. Aha. Ah, schön. Mal eine kleine Verschnaufpause für den Yoshi. Klebt er nicht nur die ganze Zeit fest. Muss man ein bisschen aufpassen. Ah, scheiße. Ja, sowas habe ich befürchtet, dass das früher oder später passieren wird. Oh, wie gemein. Der Grusel-Yoshi muss hier ganz schön was durchmachen. Ja, war klar. Und dann sind da nur Kristalle ohne alles. Das ist natürlich enttäuschend. Na gut, ansonsten glaube ich, müssten wir den Abschnitt recht gut gemacht haben. Erst eine Blume macht mich zwar skeptisch, aber manchmal gibt es ja auch viele Blumen hintereinander. So, ich denke mal, der schwierige Teil kommt jetzt, weil jetzt... What the fuck? Jetzt wird das Teil nämlich schnell. Ach du Scheiße, Mann. Uiuiui.
Okay. Na, scheiße, wird das da einfach mal übel schnell, ey. So. Den traue ich hier überhaupt gar nicht. Gesundheit! Da lacht sie. So, das... Oh, scheiße, falsche Richtung. Okay. Müssten wir alles eigentlich jetzt haben. Aber ist immer so eine Sache. Oh, es ist... Jetzt wird schwer. Muss ich wirklich sagen. Oh, scheiße. Fuck, oh, jetzt verliere ich so viel Leben. Ja, jetzt verliere ich viel zu viel Leben. Scheiße. Hoffentlich geht es nicht. Ich habe immer noch nur eine Blume, aber schon drei von den anderen Teilen. Irgendwo habe ich garantiert hier schon was richtig Dicke übersehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier bisher... Dass sich hier bisher nur eine einzige Blume befunden hat. Und auch hier wieder keine ist. Glaube ich halt einfach nicht. Ich bin da sehr skeptisch. Oh, könnte da was... Könnte da was sein? Ja, da war was, war klar. Wir haben keinen Bleistift. Doch, wir haben irgendwo schon Bleistift. Der wird höchstwahrscheinlich irgendwo bei meinen alten Sachen liegen. Das kann ich dir nach diesem Level, kann ich dir gerne... Aha. Den bringen das 3, oder? Ich sag doch, ich habe eine übersehen. 100 pro, Mann. So, das war irgendwie sehr, sehr, sehr klar, dass da irgendwo was super gemein versteckt war. Da muss ich sehr wahrscheinlich reingehen, aber ich will wissen, ob ich nochmal zurück kann. Oh, den ganzen Weg zurücklaufen ist bestimmt scheiße und ich weiß leider nicht, ich habe nicht aufgepasst, ob ich es kann. Aber ich würde gerne, wenn ich verhindern kann, dass ich das Level nochmal machen muss, dann würde ich das gerne in Anspruch nehmen. Darf ich nochmal rein? Ja, nein, vielleicht. Oh, ich komme hier nicht mehr hin, oder? Scheiße. Die Schweine, ey. Okay. Ich darf auf jeden Fall nochmal rein. Wobei, es könnte auch hier noch was sein. Vielleicht ist ja in der Röhre was. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil die Typen da rein... Oha. Oha, der David. Doch, da geht's wirklich rein. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Hatte ich recht. David, 16.10.90. Gut, der wird wahrscheinlich am 16.10.1990 geboren sein? Hallo, Privatsphäre. Entschuldigung, wusste nicht, dass privat ist. Vielen Dank, lieber David, für deine Subscription. Und da ich ganz sicher bin, dass das deine erste Subscription ist, herzlich willkommen im Wolfpack, im Wolfpack. Dankeschön. So. Stark, dass ich das... Ich dachte nämlich zuallererst, ja, da musste eigentlich gleich reingucken, aber nachdem der Gegner halt rauskam... Und normalerweise, wenn Gegner aus den Röhren kommen, dann ist nichts mit in die Röhre rein. In dem Fall aber tatsächlich schon. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob da auch eine Blume kommt, wenn wir alle haben. Will ja nicht sagen, aber das war trotzdem noch sehr, sehr geil jetzt gelöst. Starke Nummer. Starke Nummer. Hat sich gelohnt, nochmal zurückzugehen. Weil jetzt sind wir wieder auf dem Stand, dass wir alles haben. Ich bin mir sehr sicher, dass ich bisher nichts übersehen habe jetzt. Nichts weiteres. Energietechnisch, glaube ich, kommen wir auch noch gut klar. Sehr, sehr, sehr gut. Tolles Level bisher. Ist innovativ. Gefällt mir richtig gut. So, hier ist, denke ich mal, ja eh nichts mehr. Haben wir schon getestet. So, gut.
Abwarten, ob das ein First Try wird. Abwarten. Wir sind hier erst bei... Ja, bei der Hälfte könnte man fast sagen. Warum glaube ich, dass da was sein kann? Komisch. Ich glaube, ich töte die jetzt erstmal hier. Für solchen Schissel. Nein. So, das ist Nummer 4. Alles gut. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt, energietechnisch. Das war offensichtlich. Naja, wenn es am Ende nur Energie ist, wäre das ja halb so wild. So. Okay, ja, das war stark. Das war stark. Oh, hier kommt eine hässliche Stelle. Aber ich glaube, die kriegen wir hin. Nee, da ist nichts weiter. Okay. So, vorsichtig. Alles klar. Hier noch was? Nein. Ich habe ein gutes Gefühl für das Level bisher. Haben wir heute einfach einen guten Tag erwischt. Oh, da ist doch 100 pro was. Die Schweine. So. Jetzt haben wir wieder alle von denen, aber es fehlen immer noch zwei... Blumen. Das macht mich sehr skeptisch. Und das scheint hier auch etwas schwieriger zu werden. Ich befürchte, dass ich leveltechnisch, lebentechnisch nochmal rein muss. Das war ja richtig gemein. Okay, das war gut. So. Mal kurz zurück. Haben wir da wirklich was übersehen? Aha. Na gut, das dachte ich mir schon irgendwie. Also da kann ich auf jeden Fall nichts rausholen. Da unten wird, denke ich mal, auch nichts sein. Weil dafür bin ich zu langsam, denke ich mal, oder? Nee, da ist nichts. Da an die Seite kann ich auch nicht rein. Ja, ich habe fast das Gefühl, ich werde bestimmt eine Blume übersehen haben. Bin mir fast sicher. Ich glaube, ich kann da nicht mehr zurück. Das würde dauern und dann... Komme ich da wahrscheinlich nicht hin. Egal, wenn ich nochmal rein muss, ist nicht so tragisch. Das Level kommen wir eh recht gut durch bisher. Jetzt mal lieber normal abschließen und dann reden wir weiter. Okay, Energie haben wir eh schon voll. Ach, der schwebt hier einfach weiter in der Luft. Ja, nee, ist klar. Aha. Der Klett zeigt mir aber mal ganz klar an, dass da drüben noch was ist. Da ist noch eine Röhre. Guck mal. Gemein, aber cool gemacht. Da wird dann wahrscheinlich die letzte sein, oder? Boah, schaut mal, wie schnell das ist. Wups. So schnell kann der Yoshi ja gar nicht gucken. Okay.
Ansonsten ist das aber hier eine gute Angelegenheit. Da ist die letzte Blume, ja. Ja, das war klar. Es war klar. Ich kann mir auch, glaube ich, denken, wo das ist, die letzte. Ich kann nicht mehr zurück. Wir kommen nochmal rein. Ist aber nicht tragisch. Level ging ja recht schnell. Ist cool. Da fehlt mir auch ein Stempel. Kann sein, dass der bei der Blume dann sein wird. Oder vielleicht ist er auch noch hier. Oh, er ist noch hier. Guck mal. Ja, cool. Dann fehlt uns tatsächlich für dieses Level... Zack. Nur eine Blume. Stark. Der Grusel-Yoshi macht hier einen guten Job, muss ich sagen. 100% fast. 15 Minuten. Wir wissen, wo wir noch hin müssen. Das ist gar nicht so übel, Mann. Ich bin sehr zufrieden. 6-6 ist sehr cool. Wir stellen uns erst nochmal besser an als gestern. Aber auch die Level sind sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt gibt's den Fließ-Yoshi. Oder der Zeichen-Yoshi. Der Farbklecks-Yoshi. Natürlich. Guten Tag. Oh Mann, Welt 6-7. Wenn wir mit der durch sind, dann müssen wir den Rest erstmal aufholen. Und dann kommen Speziallevel und dann kommt Endboss. Was ist denn hier los, ey? So. Jetzt suchen wir die letzte Blume noch. Wo ich die Theorie habe, wo sie sein kann. Werden wir gleich mal gucken. Wir rennen da jetzt eigentlich durch. Das ist ja. Das war ein geiles Level. Ich muss wirklich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, das Level. So, wir haben alles. Wir können auf Leben scheißen. Wir können auf alle Stempel scheißen. Wir haben alle Stempel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat sensationell funktioniert. Ich bin begeistert. Gib mir mal die ganzen Teile da. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, wann ich aufpassen muss. Ich glaube, ich weiß aber, wann es interessant wurde für uns. Oder wann es interessant wird jetzt für uns. Genau, hier war das Wollknäuel-Teil. Oha. Ganz ruhig hier. So. Weil bis dahin haben wir alles gehabt. Hier war dann so ein Ding. Und da war dann die dritte, oder? Ich gucke jetzt nochmal kurz nach, damit ich jetzt hier nichts falsch mache. Weil hier so eine Kackstelle ist, wo du recht leicht sterben kannst. Und dich da einmal falsch abfestigst von dem Vlies. Hast du aber schnell ausgeschissen. So. Ah ne, das war die zweite erst, siehst du? Deswegen wollte ich nachgucken. Das war die zweite erst. Dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die dritte war. Das ist richtig verwirrend, ey. Dann hier? Oh Gott. Mal ganz genau jetzt hier in aller Ruhe. Weil das würde ich ganz gerne ohne Trickanstecker und so eine Scheiße machen. Das ist eine verdammte Blume. Die wird auch so gefunden. War die hier? Ja, hier war die dritte Blume. Okay, das heißt, ab jetzt wird's interessant. Aber wenn die hier ist, die dritte Blume, dann muss ab hier jetzt die kommen. Okay. Da
Dann gibt's doch hier irgendein Geheimnis, was ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht muss ich da hinten rein. Vielleicht ist da eine versteckte... Es wäre zwar hart, aber es traue ich dem Spiel sogar durchaus zu. Wobei, da geht's nicht hin. Da kann man nicht hin. Da hinten haben wir geguckt, ne? Da war nix. Mhm. Gut, dann schauen wir hier nochmal. Haben wir hier... Kann es sein, dass ich hier rein muss? Ja. Weil ich mal gerade gedacht habe, der Gegner geht da durch und prallt nicht ab oder so. Ja, damit wäre Rätsellösung auch recht klar, ne? Bis hierhin bin ich ja auch zurückgekommen. Bis es dann hier für mich vorbei war. Super chillig, Hammer. Sitz passt, jetzt bitte nur noch das Level beenden. Wie ist jetzt auch völlig egal. Hauptsache wir beenden das jetzt hier mal eben. Sehr geil. Dann haben wir 600% abgeschlossen. Da, ich hätte ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, so nach dem Verlauf, wie wir die Welt bisher angegangen sind, dass wir das doch recht souverän jetzt abschließen. Das finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Start! Das kann man so stehen lassen, dass hier jetzt eh die kurze Phase... Witz, 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 witz. Achso, oh, nee, einmal muss man noch zurück, schade. Jetzt hat. Oder, komm hin. Yes! Yoshi, gib alles! Sehr schön. Das ist 100% für 6-6. Jetzt steht nur noch 6-7 an. Wie traurig. Und dann müssen wir nochmal alles andere nachholen. Meh. Aber gut. So. Okay. Danach der Farbklecks Yoshi quasi so das vorletzte Level machen. Ja, so sieht's wohl aus.